Punkt 10, jeden Tag ein Trade. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem täglichen Trading-Webinar. Es ist Mittwoch, der 14. Juni. Heute möchten wir zusammen mit Ihnen die Märkte screenen, Trading-Ideen finden und natürlich, wenn möglich, auch Ihre Fragen beantworten. Wir weisen im Juni, wie jedes Jahr, gerne auf unsere Geburtstagsaktion hin. Das Deutsche Büro von Admiral Markets feiert 6. Geburtstag in Berlin. Und Sie feiern natürlich mit uns mit, hoffentlich. Sie bekommen die Geschenke. Sie können den DAX 30 und den Dow Jones 30 gerne ohne Spread bis zu 60 Tage handeln über eine Spread-Rückerstattung. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite admiralmarkets.de. Natürlich auch noch unser Risikohinweis. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Admiral Markets mit Hebelprodukten handeln. Der Hebeleffekt kann für, aber natürlich auch gegen Sie arbeiten. Bitte behalten Sie das also in Ihrem Risikomanagement im Hinterkopf. Alle Informationen, die wir Ihnen geben, bitte nicht als Anlageberatung missverstehen, sondern wirklich als Informationsangebot. Unser Geschäft ist nur die Ausführung, also keine Anlageberatung. Handelsentscheidungen treffen Sie selbst und in Eigenverantwortung. Wir haben Mittwoch und Sie freuen sich natürlich alle auf Heiko. Vielleicht waren Sie auch schon bei Guten Morgen DAX dabei, deswegen wird es jetzt direkt mit ihm weitergehen. Hallo Heiko, ich hoffe, du kannst mich hören. Du bekommst jetzt den Monitor von mir und dann kannst direkt losgehen. Ja, wunderschönen guten Morgen, Georg. Ich kann die super hören. So, gut. Ganz kurz, bevor wir hier auf die Trades nochmal zu sprechen kommen, nochmal hier kurz der Ausblick von heute Morgen. Also das Szenario 1 tritt bis jetzt doch ganz gut ein. Wir sind über der 12.765 geblieben heute im Tief. Dann hatten wir gleich um 9 Uhr den typischen Options-Move. Das heißt, wir haben hier diesen ersten Stich auf der Oberseite gesehen, das ist hier 9 Uhr und dann gab es jetzt nochmal hier entsprechend jetzt auch um 10.50 Uhr, 9.50 Uhr nochmal eine entsprechende Bewegung und jetzt entwickelt sich das ganze Thema auf der Oberseite durch und hier müssen wir jetzt hier sehen, wie der Markt dann hier entsprechend weiter steigt. Also wie gesagt, die Optionsseite ist hier immer dabei, das kann man entsprechend handeln. Man sollte hier eigentlich vorwiegend long handeln. Ich habe jetzt gerade nur, ich habe das ganze Thema jetzt gerade noch nur von der anderen Seite heute mal gehandelt, wobei ich auch zwischendrin durchaus den einen oder anderen Trade geschlossen hatte, da ich mich aber an zwei Fronten gekämpft habe, im Coaching plus im Trading war es jetzt nicht ganz so einfach. Anbei jetzt einfach mal die Trades gezeigt, also einige Trades, die hier noch durchgehalten wurden, werden im Realen aber früher geschlossen. Das heißt, wir haben jetzt hier am Morgen, hatten wir sozusagen die Bewegung gesehen von dem Optionshändler, danach kommt der Markt zurück und hier war jetzt die Unterstellung, ob der noch da ist oder nicht. Das heißt, hier habe ich einen ersten Short Trade gehabt, dann läuft der Markt nochmal direkt ans Hoch, dann nochmal einen zweiten und einen dritten, als der Markt hochgeht und sofort zurückgeht, die Position aufgebaut. Man hätte die Position jetzt, die hier, hätte ich wahrscheinlich nicht so lange gehalten, aber es war während Erklären und Traden etwas schwer. Das heißt, ich habe auch gesagt, man müsste diese Position dann hier zumachen und dann sozusagen erstmal plus minus null beenden, weil wenn hier draus eine Kauforder entsteht, die so stark nach oben geht, ist die Gefahr groß, dass es nach oben durchgeht. Dann konnte ich hier aber nochmal, hat man gesehen, dass der Markt hier versucht hat, sozusagen nochmal diese starke Bewegung zu machen. Und interessant war an der ganzen Stelle, dass man, ich auch im Coaching bereits dann schon gesagt hat, also jetzt achten wir genau darauf, wie das hochkommt, ob das hoch durchgeht. Wenn es nicht kommt, kann man sofort die Shorts reinstellen, weil genau alle, die hier long sind, müssen jetzt raus und das geht dann nach unten in relativ fix. Und hier auf dem Weg nach unten in diesen 2 Minuten kann man dann sehr, sehr gut sozusagen neu die Shorts aufbauen und auch, ja, was ich hier gemacht habe. Ja, und dann heißt es einfach nur zu gucken, ob man hier unten denn entsprechend die Trades schließt oder im Rücklauf spätestens zu machen. Das heißt also hier spätestens, das ist der letzte Ausstieg. Und jetzt sieht man auch, dass danach der Markt dann hier schön nach oben gelaufen ist wieder. Und dann kam dieser Plop. Also das heißt, wenn wir jetzt hier unterstellen, dass also warum man die Shorts eigentlich nicht hier halten darf, ist, wenn nämlich jetzt hier drüber genau diese Bewegung kommt, dann ist das hier mit dem Halten der Shorts, also diese Shorts meine ich hier, die ersten 3 Positionen, ist das halt saugefährlich. Ja? Also das heißt, wenn da die Bewegung so kommt, dann wird man hier oben rasiert. Ja, deswegen ist es dann besser, wenn man sieht, okay, das fällt jetzt erstmal nicht, das steigt
Ja, da muss man eigentlich versuchen, die Shorts rauszubekommen. Aber da ich das mit Schreiben erklären ein bisschen schwer geht, ist das, habe ich die halt so gehalten. Also die richtigen guten Entries sind diese beiden hier. Das sind auch die beiden, die man sehr, sehr gut handeln kann, wenn man sich darauf konzentriert, dass der Markt nicht durchgeht. Typischer Handel. Denn auch haben auch im Coaching der ein oder andere Trader hat dann hier entsprechend sogar die Longs aufgebaut. Zwar jetzt nicht durchgehalten, weil es sehr schleppend da oben ging, aber tendenziell lief es jetzt nach oben durch. Die Optionsseite ist wieder dabei. Und jetzt wird das, sollte man es eigentlich handeln wie eine Kasse-Order. Das heißt, in so einer Order müsste man jetzt so gucken, wie stark der Markt immer wieder zurückgeht und wieder hochgeht. Das wird jetzt ein bisschen nervig werden. Ja, und jetzt mal gucken, ob sich das auf der Oberseite dann beschleunigt. Also man wird jetzt hier immer sehen, der Markt wird immer ein Stück zurücksetzen und trotzdem das halten. Also das heißt, ein sehr, sehr guter Widerstandsbereich jetzt und Unterstützung. Bereich jetzt hier sind diese 12.821. Ja, also das heißt, das Szenario ist eigentlich so lange intakt, solange wir oberhalb der 12.822 sind. Darunter wird wieder die Range interessant und dann könnte man das handeln. Also so kann man den Tag angehen. Man hätte ihn auch komplett von der Long-Seite traden können. Das heißt, um es mal vielleicht in einem anderen Bild zu zeigen. Das heißt also, wenn man es jetzt komplett von der Long-Seite tradet, also mal ohne Trades, wäre es wie folgt, was man halt machen kann. Ich tue das jetzt mal ganz, nochmal mit der Long-Seite. Also das heißt, in Erwartung dessen, dass der Optionstrader Attacke macht und sehr schnell geht, kann man hier, haben wir auch gemacht, hier einen ersten Long reinnehmen, kann sich 10, 15 Punkte rausziehen, beendet den Trade dann in die Bewegung hinein. Dann sieht man den Rücklauf und an diesem kleinen Doppeltief bereits kann man hier überlegen, ob man hier jetzt nochmal die Long-Seite fährt. Das heißt, man kann hier auch überlegen, dass man hier jetzt sagt, okay, der Markt geht hier nochmal hoch. Hier kann man sich auch nochmal 1, 2, 3, wenn es geht, sogar 5 Punkte rausschneiden. Wie gesagt, jetzt gehen wir mal die ganzen nur die Long-Seite durch. Ein Trader sogar im Privatcoaching hier hat sogar hier oben einen Long gehandelt, der Ausbruch, nee Quatsch, hier vorne einen Long, nee doch hier einen Long gehandelt, der Ausbruch kam nicht, konnte aber hier trotzdem einen Punkt verdienen. Sehr, sehr gut antizipiert das ganze Thema, Markt fällt zurück. Ja, und dann halt hier, nachdem man das sieht, das nennt sich sozusagen das Anfixen auf der Unterseite und dass da keine Order im Markt drin ist. Und dann werden ab hier Longs oder hier dieser Durchbruch Long auf die obere Range kann man dann handeln, bleiben auf alle Fälle zwischen 0 bis plus 5 Punkte irgendwo kleben. Bei dem Ausbruch jetzt hier auf der Unterseite auch wieder sehr sauber das Ding gehandelt. Man wartet sozusagen die Rückläufe erstmal ab. Wenn man jetzt hier den ersten Long hat oder hier den zweiten Long, also den Long hier an der gleichen Stelle, kann man auch in der Kasse-Order handelt man das dann von der 25 zur, das sind jetzt nur 3-4 Punkte. Bleiben dann nur übrig, ja, weil das Problem in der Kasse-Order ist, wenn am Hoch dann nicht nochmal die Action kommt, muss man auch immer wieder im Rücklauf zumachen. Also da bleibt jetzt hier nicht so viel übrig. Also das wären jetzt alle Trades für die Long-Seite. Wer jetzt sozusagen hier diese Order jetzt Richtung 10 Uhr da unterstellt, also wie der Markt so hoch geht, kann natürlich auch überlegen, ob er hier Long geht und den Ausbruch mithandelt. Ist aber immer gefährlich, weil wir haben es ja vorher schon. Also einmal hält er hier, zweimal hält er hier, dreimal hält er hier. Das heißt, wenn er und ein viertes Mal hat er auch dort gehalten schon. Also wenn man das unterstellt, ist halt ein bisschen gefährlich. Aber wenn man das gut und schnell und ordentlich antizipiert, kann man davor einsteigen. Wenn der Markt dorthin läuft und nicht sofort durchknallt auf der Oberseite, kann man den Trade dann entsprechend beenden und hat dann hier wie auch hier vorne oben dann vielleicht nur einen Punkt realisiert. Und wenn es halt durchgeht, kann man hier sogar noch mal einen Zehner rausholen. Also das ist schon sehr, sehr gut. So kann man eigentlich in so einem Chart beide Seiten handeln. Also wir hatten heute im Privatcoaching sowohl Short als auch Long Trader. Also jeder hat das von seiner Seite gehandelt, wie er das sieht. Ob er jetzt den Markt von Long oder Short sieht, das ist eigentlich in so einem Markt vollkommen egal. Man findet als Kurzfrist-Trader seine Punkte in dem Markt so oder so. Wichtig ist, dass man sich auf eine Seite fokussiert und da festlegt. Ja, also das ist eigentlich die Hauptsache. Also die Punkte sind alle, haben eine gewisse Relevanz und sind alle durchaus gut handelbar. Ja, zum Beispiel jetzt hier
gibt es auch nur die zwei Möglichkeiten. Also Variante 1, ich setze darauf, dass der Markt hier jetzt ordentlich durchbricht und setze darauf, dass wir in die Range reingehen. So, wenn ich jetzt ganz, ganz ein sehr risikobewusster Trader bin und ich setze darauf, dann gehe ich hier minimal einen Punkt darunter short und setze auf den auf die Bewegung auf der Unterseite. Wenn man jetzt nicht ganz so risikofreudig ist, wartet man jetzt ab, wie sich der Markt hier verhält. Und je nachdem, wie er sich hier verhält, kann man dann überlegen, ob man sozusagen jetzt dann wartet, falls es nur ein Anfixen ist, dass man dann hier sozusagen dann die Longseite findet. Also beide Trader finden hier eventuell ihren Einstieg. Das heißt, wenn wenn das hier nur so ein Anfixen ist, das heißt, dann wartet man. Wenn es halt durchfällt, fällt es halt durch, ist man mit einem Long Trade nicht dabei. Aber spätestens dann, wenn man hier 2, 3 Minuten später sieht, dass der Markt hochgeht, kann man hier sozusagen schön den Long Trade reinnehmen. Und genauso das Gleiche macht man jetzt hier. Man wartet jetzt ab, guckt, anfixen, ja, nein, und kommt die Order durch, dann zack, Long. 3, 4, 5 Punkte sind da möglich. Fällt der Markt nach unten durch und man hat sich auf Short fixiert und man ist nicht Short, dann kann man sich ärgern. Hat man hier sich auf Long konzentriert und der Markt fällt nach unten durch, ist ja wurscht, hat man halt kein Trade dabei. Also jetzt sieht man hier den Durchbruch. Das heißt, der erste aggressive Trader kann hier eventuell, also Gewinne wären jetzt da nicht großartig möglich, aber je nachdem, ob jetzt hier was nach unten nachkommt, ja, kann man dann überlegen, ob es bis runter geht. Der Long Trader muss noch warten. Erst wenn es wieder über die 23 drüber geht, hat er die Option, dort zu kaufen. Ziel dann entsprechend an die 30 und vielleicht dann optional halt, wenn die Order in der Kasse drinne läuft, Richtung 12,850. So, das kann der Trader sich jetzt aussuchen, wie er da entsprechend handelt. Also so kann man versuchen, auf beiden Seiten entsprechend das versuchen, die Spuren zu lesen und zu handeln. Ja. Gut, also wie gesagt, das kann man jetzt noch mal ein bisschen beobachten. Ich werde jetzt hier nichts handeln. Ich hätte jetzt noch durchaus Zeit. Wir haben noch 7 Minuten Zeit für die eine oder andere Frage. Also das heißt, wer sich da gerne noch eine Frage stellen möchte, der kann das entsprechend gerne tun. Vielen Dank fürs Feedback. Schon irre, dass man genauso ein Long- und Short-Szenario traden kann. Muss man schon flexibel im Kopf sein, prima Spuren lesen. Danke. Also das ist natürlich, wie gesagt, beide Seiten sind möglich in so einem Markt. Vielleicht, warum das möglich ist, vielleicht nochmal, wenn man es halt erklärt oder was halt schön ist oder was man braucht, damit man beide Seiten traden kann, ich zeichne das nochmal, sind sogenannte Räume. Wir brauchen Räume. Ich zeichne sie mal ein, also der Raum, der für die Longseite hier ist, das ist dieser Raum hier, der hier. Das ist der Raum, den wir brauchen. Der gibt uns die Chance, von da unten nach da oben zu spekulieren. Der Short-Raum zum Beispiel ist der hier. Das ist der Raum, der uns sozusagen das gibt mit dem Bibel hier hoch. So, dieser Raum ermöglicht uns diese Short-Trades. Ja, so. Und immer dieses Ausfüllen, wenn der Handel da ist, das sind sozusagen die Räume, die gefüllt werden. Also das heißt, da läuft er einmal runter und wieder hoch und das sind genau die Räume. Und das war jetzt hier der Raum, so für die Shortseite. So, und jetzt natürlich für die Shortseite wäre es interessant, wenn der Raum gefüllt wird, also das hier wieder ausgefüllt wird. Das heißt, was bedeutet das ausgefüllt? Das heißt, er muss hier runterlaufen. Das ist dann sozusagen die Chance, wenn es ausgefüllt wird, also in so einem Markt, wo es hin und her geht. Ja, und der Long-Raum erschließt sich jetzt auch wieder hier. Ja, wenn der Markt dann jetzt wieder hier hochgehen sollte, ist das der Raum, der für den Long Trader wieder ausgefüllt wird, je nachdem, welche Richtung er da aufnimmt. Also das sind sozusagen die beiden Seiten. Ja. Gut. Wichtig ist also, man muss sich auf eine Seite konzentrieren und das dann handeln. Also wenn man jetzt sieht, dass der Markt zum Beispiel jetzt hier nicht hochkommt, als Long Trader wäre ich persönlich noch nicht involviert. Also da würde ich erst schauen, da drüber. Short wäre erst da drunter, unterhalb. Ja, das wäre so die beiden Möglichkeiten. Gut, wie gesagt, also ich versuche halt immer so ein bisschen auch Ausbildung zu machen, das so ein bisschen zu erklären. Dann, hallo Heiko, handelst du nur den DAX oder auch andere Handelsinstrumente? Wenn ja, kann man davon leben, wenn man nur DAX handelt? Also man könnte vom DAX, also kommt drauf an, also davon leben ist immer die Frage, was habe ich als... Also was ist mein Anstreben? Will ich nur 100 Euro, 1000 oder 2000 am Tag verdienen? Also nur ist jetzt übertrieben, aber
Das, was ich verdienen oder das, was ich an Punkte verdienen kann, ist mal die erste Grundlage. Als Beispiel, ich schaffe es kontinuierlich im DAX am Tag. Wir haben heute zum Beispiel im DAX um die 30 Punkte rausgezogen mit mehreren Positionen, aber sagen wir mal, man holt am Tag im Schnitt vielleicht 20 Punkte. Also wenn einem das gelingt, so. Jetzt die nächste Sache ist die, der Geldbeutel ist die nächste Entscheidung. Der Geldbeutel entscheidet also die Positionsgröße. Kann ich 20 Punkte, ich rechne es jetzt einfach mal pauschal hoch, auch wenn man es so nicht hochrechnen kann, mal 20 Handelstage, das heißt, ich habe 400 Punkte, die ich im DAX gerne ertraden möchte, so 400 Punkte. So, und jetzt ist die Frage des Geldbeutels. Wenn ich mit einem CFD handle, habe ich am Ende des Monats 400 Euro. So, wenn aber mein Konto einfach nicht mehr hergibt, dann reicht das wahrscheinlich nicht zum Leben. Würde ich das jetzt im FDAX handeln mit 25 Euro pro Punkt, ja, dann habe ich am Monatsende schon 10.000 Euro. Und da könnte man überlegen, für 10.000 Euro könnte sich am Ende vielleicht lohnen. Klar ist natürlich, dass man bei 10.000 Euro, wenn ich jetzt hier mal 50 Punkte Minus mache, dann habe ich im CFD 50 Euro verloren. Im Future entsprechend, wenn ich das handle oder mit 25 CFDs handle, habe ich entsprechend bei 40 Punkte Minus schon 1.000 Euro hingestellt. Das ist halt die Frage. Also wie gesagt, also als allererstes steht man da, ob man überhaupt die Punkte holt, und dann muss man sich fragen, mit wie viel Stückzahlen man handelt, also was mir das Konto von der Risikoseite, also vor allem von der Risikoseite hergibt. Ja. Also kann ich mir 30 oder 100, oder was heißt, wenn ich mal in Summe 100 Punkte verliere, sind 100 Punkte gleich minus 100 Euro, sind es minus 1.000 Euro, ja, oder minus 10.000 Euro oder was auch immer, oder minus 300. Und daran kann man schon mal festmachen, was das Konto sich leisten kann. Ja. Also von daher, davon leben ist möglich. Ich kenne durchaus private Trader, die davon leben und eigentlich fast jeden Tag Geld rausholen und eher das in der Woche verdienen wie in einem Monat. Ja. Aber wie gesagt, kenne ich leider auch nur, also nicht leider, oder leider, ja, ich kenne halt nur zwei Trader, die das hinbekommen. Ja. Gut, ja, während ich erzählt habe, jetzt ist das Bild fertig, also das heißt, wenn man jetzt überlegt hätte, hier oben der Long bei 24 wäre jetzt 3 Punkte vorne, mal gucken, ob jetzt noch an die 27 geht, das heißt, der Long Trader hätte jetzt hier mit Überschreiten der 23 bis 25, das ist sein Long Entry innerhalb der Trading Range, das ist genau der Raum, den er jetzt ausfüllen muss. So, und wenn man jetzt hier, also den Short hätte man als zweiten Ausbruch gar nicht bekommen durch die 19. Das heißt, der aggressive Trader hat einen Short bekommen, aber der nachfolgende Short war nicht tätig. Das heißt, für den Short Trader gab es gar keine zweite Aktivität, hier unten Short zu gehen. Nur der Long Trader ist jetzt long involviert. Und für den Long Trader kommt es jetzt darauf an, wie er das ganze Thema durchhandelt. Also das heißt, wie viel versucht er mitzunehmen. Es kann sein, das wird am Ende nur eine Nuller. Oder vielleicht kommt er noch hier hoch. Zu sehen ist natürlich ganz klar, dass wir hier oben sozusagen diesen sogenannten Distributionsbereich haben, also da, wo verkauft wird. Und das ist jetzt die Frage, ob der Markt durchgeht. Entwickelt sich das schön und entwickelt sich die Kasse gut, kann man hier sogar auf den Plop auf der Oberseite setzen, denn die Optionsseite muss ja immer als Käufer sozusagen mit rein mithandeln. Also das sind so Themen, die ich auch in meinen Privatcoachings oder meinen Gruppencoachings sozusagen tagtäglich schule und lehre. Und man sieht jetzt eigentlich schon ganz gut, dass es doch recht gut läuft. Ja. Gut, ja, also das heißt, hier oben macht man erstmal glatt. Das heißt, man kann hier seine 3 bis 5 Punkte, hoffe ich, dass der ein oder andere Schüler vielleicht den Trade sogar bei mir jetzt gemacht hat und sich getraut hat, das zu handeln, wäre jetzt ganz klassisch das Thema. Kann man anhand der Länge der Kerzen Folgebewegungen unterstellen? Ja, wenn man weiß, welcher Akteur am Markt da ist. Das heißt, wenn man das sieht, ist es jetzt schwer zu erklären. Also man kann es unter Umständen anhand der Kerzenlänge Folgebewegung unterstellen, aber nicht immer. Ist ein bisschen doof. Ja. Sind für dich Pivotpunkte relevant? Nein. Also man kann sie nutzen, sie sind also alles, was technisch ist, kann man nutzen. Ich nutze es aber nicht, weil es für mich jetzt im Handel keinen Wert hat, weil also das kann einen Wert haben und es kann eine Orientierung sein, aber ich selber nutze es nicht.
So, jetzt kommt der aggressive Long Trader hier wieder rein. Das heißt, hier oben wäre jetzt der Long Trader aktiv. Das wäre jetzt die Optionsseite. Wenn die richtig ballert, müsste es mindestens 10 Punkte hochgehen. Wird der Markt nur angefixt, so wie wir das heute hier unten gesehen haben, dann wäre jetzt danach, wenn die Kerze jetzt tief schließen sollte, die 1-Minuten-Kerze irgendwo bei 28 schließt, wäre dann die Short-Seite aktiv. Jetzt ist der aggressive Long-Trader aktiv gerade. Und mal gucken, wie jetzt der Markt hier ballert. Also nach oben schießt. Ja, ob er es noch macht oder nicht. Man hat immer gesehen, es ist in den meisten Fällen heute sehr nicht wirklich stark nach oben gegangen. Und deswegen muss man hier also bei dem Long Trade extrem vorsichtig sein. Also ich würde den direkten Ausbruch nicht handeln. Das Einzige, wo ich den Ausbruch vielleicht halten würde, wäre, wenn ich hier unten, also wenn ich jetzt nicht geschlossen hätte, aber ich kann mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich hier oben den Trade zumache. Also ich mache hier oben Exit. Also ich halte das da nicht durch. Noch eine Frage, die es zu beantworten gilt. Ich will es mal nicht ausreizen. Letztes Mal haben wir auch schon so ausgereizt. Also ist die Bewegung hauptsächlich von der Optionsseite getrieben? Kasse sieht eher treppenmäßig aus, oder? Es ist Kasse-Order. Die Optionsseite ist hier mit dabei. Die Optionsseite wird, also ich würde mal erwarten, je höher wir in Richtung 12.850 gehen, desto massiver muss sie nochmal rein. Also ich würde hier irgendwann mal, also wenn es gut läuft und die Kasse weiterläuft, erwarte ich irgendwo hier in dem Bereich nochmal eine ganz lange, also eher eine Kerze wie heute früh. Also nochmal 2 Minuten im Sinne von 25 Punkte. Also irgendwann hier oben, wenn es denn sozusagen kneift in der Hose, dann müsste hier oben nochmal irgendwo so eine lange Kerze kommen. Ja. Aber ansonsten aktuell ist das eine reine Kasse-Order, die man sozusagen von unten nach oben long handelt und oben klatscht stellt. Gut, da hoffe ich, dass ich euch heute mal wieder einen guten Einblick gegeben habe. Also der Chart ist auf alle Fälle lehrbuchmäßig für beide Seiten. Also für 1 Minuten und Scalp Trader oder Kurzfrist Trader extrem super Verlauf. Also wer heute kein Geld verdient, da muss man dann nochmal überlegen, ob die Berufswahl, wenn man aktiver Händler sein möchte, die richtige ist. Ja, ansonsten ist eigentlich heute ein Tag Verlust eigentlich ausgeschlossen. Im Sinne von, also man kann natürlich Verluste machen, unumstritten, aber in so einem Tag, wenn man sich hier für eine Seite heute entschieden hat, sollte eigentlich kein großartiger Verlust entstehen. Das ist wichtig. Ja. Also ich hoffe, dass er damit mehr jetzt anfangen konnte, wie wenn ich jetzt hier meinen Trade mache mit den Erklärungen, die vielleicht auch für die Nachwelt ein bisschen mehr helfen. Ja, jetzt sieht man so ein bisschen die Optionsseite hier, wie sie sozusagen ein bisschen Attacke macht. Ja, also wie gesagt, das zum Beispiel hätte ich jetzt alles nicht gehandelt. Also da bin ich nicht aggressiv genug, dass ich das jetzt da mit Long gehandelt hätte. Ja, also so kann man das auch mal sehen. Gut, hat mich auf alle Fälle gefreut für die interessanten Fragen. Für heute habe ich zwar selber jetzt die Fragen durchgeschaut, aber ich denke, ich hoffe, es ist okay gewesen für euch. Ja, glaube ein super Lehrvideo für alle kurzfristig angehende Händler. Ja. Okay. Dann übergebe ich nochmal das Wort zurück an den Georg. Es hat auf alle Fälle viel Spaß gemacht, mich hat es gefreut. Ich wünsche euch für den restlichen Tag noch einen super schönen Handelstag. Vielleicht sehen wir ja auch heute nochmal ein neues Allzeithoch, who knows. Und würde mich freuen, wenn ihr dann am Freitag wieder ab 8.30 Uhr bei der Tagesvorbereitung dabei seid und vielleicht helfe ich euch ja dabei, dass sich euer Trading sozusagen mit meiner Vorbereitung verbessert. In dem Sinne, lasst euch gut gehen und an der Stelle bis Freitag früh. Bis dahin, schön mit Öl, euer Heiko. Vielen Dank, Heiko, für deine umfangreiche Analyse und für dieses spannende Lehrvideo. Unsere Teilnehmer konnten wahrscheinlich oder hoffentlich einiges mitnehmen und können es dann natürlich, wenn sie möchten, wenn sie es nochmal nachvollziehen möchten, dann auch auf unserem YouTube-Kanal machen. Wir haben das natürlich aufgezeichnet, steht dann also nochmal zur Verfügung. Ansonsten, liebe Teilnehmer, sind wir natürlich auch an den weiteren Webinaren für Sie da. Sie können gerne, wenn Sie möchten, morgen wieder dabei sein, Punkt 10, dann mit dem Jochen Schmidt. Schauen Sie also gerne rein. Ansonsten, wenn es nach dem Webinar noch Fragen gibt, dann können Sie sich gerne an uns wenden, entweder telefonisch oder per E-Mail an info@admiralmarkets.de. Wir sind börsentäglich Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr für Sie da und helfen Ihnen gerne bei Ihren Fragen und Anliegen. Ansonsten vielen Dank für Ihre Teilnahme, vielen Dank für Ihr Interesse, nochmal vielen Dank, Heiko. Also bis zum nächsten Mal.